Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Folge von OMSI 2. Und zwar sind wir heute auf der Karte Eppstein unterwegs, fahren das Ganze hier mit dem Neoplan N4014. Das ist, wie gesagt, heute unser Vehikel, mit dem wir heute mal ein bisschen unterwegs sind. Und ja, ich bin den noch gar nicht gefahren, diese... Holy shit, ich weiß noch gar nicht, N4016 steht hier, okay, irgendwie sowas, N4016, so rum passt das. Wie gesagt, ich kenne weder Karte noch Bus, deswegen wird das heute alles das erste Mal. Aber der Fahrplan, der ist heute doch deutlich länger als in den letzten Folgen, die wir jetzt so bis dato hatten. Und freue ich mich mal, neue Karten, neuer Bus, kann ja eigentlich nur großartig werden, wenn natürlich alles funktioniert. Aber wie gesagt, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. So sieht also unser Cockpit aus. Wir starten an der Ostsiedlung und fahren nach Lindenplatz. Wie gesagt, das ist heute unser Fahrziel. Soweit, so gut. Der Bus, ja, ist okay. Ne? Ist jetzt kein Highlight. Obwohl eigentlich schon, weil Neoplan bin ich so noch nicht gefahren. Ich kenne diesen Bus tatsächlich auch gar nicht. Also von daher sagt mir das ganz. Was ich ein bisschen komisch finde, die Kamera ist zu weit oben. Ne? Also wäre natürlich cool, wenn sie halt nicht so weit oben wäre. Naja. Ist wurscht, steigen wir ein, starten Motor. Das sind heute unsere Haltestellen von 11.20 Uhr bis 11.34 Uhr, also 14 Minuten so in etwa, dauert die ganze Fahrt heute. Gut, ich würde sagen, wir hauen die schon mal rein. So, Automatik hoffentlich. Ich habe keinen Bock jetzt auf Schaltwagen. So. So, achso, das brauche ich ja gar nicht, genau. Ich wollte jetzt nämlich, stand jetzt die ganze Zeit drauf. Okay, also wir brauchen ein Ziel, Linie. So, okay. Dann sind wir heute auf der 101 unterwegs. Route. Nach Lindenplatz. Jawohl, die Matrix funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Fahrgäste steigen ein, Matrix will nicht. Obwohl alle Fonts halt installiert sind, zeigt das mir jetzt nicht an. Schade. Aber ist ja leider nichts Neues, aber soweit funktioniert das hier alles. Lindenplatz, ja. Och Menno, schade. Warum soll auch einfach mal alles funktionieren? Das wäre einfach nur so großartig gewesen. Naja gut, dann werden wir uns heute wenigstens mal die Linie zumindest anschauen. Warte mal, jetzt müssen wir hier noch ein perfektes Bild noch. So, und ja, so ist perfekt. So wird ein Schuh draus und dann können wir jetzt die Hilfsfälle anmachen. Fahrplan geht um 4 Uhr los, deswegen machen wir Hartz-Menü und stellen das Ganze jetzt auf 18. Und da keiner mitwollen, ab dafür. Bin mal gespannt. Oh, der hat aber viele Kamerapositionen hier. Was uns hier erwartet mit der Linie? Nächster Halt, Steinbeißweg.
So, der Manfred will mit rein. Hallo. Ja, wie gesagt, muss wohl eine Font fehlen oder sowas, warum man das in der Matrix nicht anzeigt. So, wir können da mit. Dann können wir weiterfahren. So, ich würde die 108 schon. Weiß gar nicht, die Nintendo hat relativ viele Linien eigentlich. Was ich ein bisschen wirklich erstaunt fand. Jetzt kann ich natürlich nicht nachgucken während des Fahrplans, wenn wir jetzt, denn, wenn ich es nicht vergesse, jetzt am Ende dann mal schnell mal so reinschnuppern. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Leitstellen, Fahrten, Karten. Ne? Das ist auch gut. Ob es da irgendwie noch Karten gibt, die man so noch nicht mal wirklich gefahren ist oder sowas. Tja, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Technisches Rathaus kommt als nächstes. Kam leider keine Ansage zu. Nächster Halt, Kirchheimer Straße. Okay, damit. Wir sind wenig Fahrgäste für meinen Geschmack. Sieht aus wie ein MAN, wa? Von vorne wuchte halt komplett anders. Also, so. Auf jeden Fall gut gebaut, ja. Es geht mir jetzt nur ums Modell jetzt. Hübsch ist es nicht, ne? Also was Neoplan sich da zusammengeschustert hat. Wenn es wirklich ein realer Bus ist, dann ist der absolut nicht hübsch. Also da sollten sie vielleicht nochmal ein bisschen nochmal in sich gehen. Ja. Nächster Halt, Mutstraße. Dankeschön. Was ist los jetzt? Ja, kommen Sie hin. Guten Tag. Guten Tag. Unser Opfer. Unser Opfer, unser Kampf gegen Faschismus und Krieg. Steht's da an der Mauer. Den Lebenden zur Mahnung und Verpflichtung. Na gut. Oh, die Kamera ein bisschen zu viel. Nächster Halt, Elbstein Amtsgericht. Ein Getränk, Hoffmann. Da gibt's mal eine Fritz-Cola.
gucken. 108. Okay. Oh, cool. Fährt man Lok lang. So, aber hier will keiner mit. Denn wollen wir gleich weiterfahren. So, los geht's. Nächster Halt, Gaskessel. Kleine Gaskessel. So, jetzt sehe ich gar keine von beiden Ampeln, das ist auch praktisch. War auch richtig. Richtig gehört. Gaskessel. Nächster Halt, Eppstein Zobi, Hauptbahnhof. Ah, okay. So, 101, wir müssen nach links. Guten Tag. Ich würde auch mal ein bisschen sehen, ne, wie viele die denn hier fahren eigentlich. Nächster Halt, Mühlstraße. So, schöne Karte eigentlich, ne? Ich kannte die gar nicht, Eppstein. Ich weiß doch gar nicht, wo ich die runtergeladen habe. Kann ja nur Omsi Webdisk oder halt über den BBS. So, die Tür hier nicht zugeben. Nächster Halt, Hallenbad. So, alles aussteigen. Nein, natürlich noch nicht. Hallenbad 102, 201, 114.
Stille. Ja, also muss ich sagen, ich finde es jetzt bis jetzt, das ist eine schöne Karte. Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht vergesse, wie gesagt, gucken wir gleich mal nach. Allzu lange kann es ja nicht mehr dauern. Aber sie ist. Bietet auf jeden Fall schon Kaffeestoll. Das Kaffee hat eine eigene Haltestelle, das ist ja der Wahnsinn. So, wo haben wir denn unseren Fahrplan überhaupt? Ja, hier. Kaffeestoll, ja, ist halt ist schon. Lindenplatz, Leute, dann sind wir schon wieder am Ziel hier, am Ende unserer Fahrt. So, da war es der Neoplan. Nächster Halt, Lindenplatz, Endstation. Nächster Halt, Lindenplatz. Endstation. So, alles natürlich in bester Ordnung. So, ich werde jetzt mal den Fahrplan beenden und werde mal schauen, wie viele Linien haben wir denn insgesamt. Also, wir haben die 101, wir haben die 102, 103, 103, ja, 104, ja, 105, ja, 106. Also sie hat schon mehr als 14 Linien, 200 gibt's noch. Fangen aber teilweise erst um, guck mal nach gerade. Ja, die fahren halt nachts nicht, ne? Da musst du mal wieder gucken, wie viele Nachtlinien gibt's. Es gibt zwei Nachtlinien bloß. Sind meistens auch immer eine halbe Stunde lang, Freitag bis Samstag und N2 eine ganze Stunde und fährt alle eine Stunde. Ja, also so für Nachfahrten ist sie halt auch wieder nicht gedacht, die Karte. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich fand es jetzt großartig. Der Bus ist so, ja, kann man mal fahren. Ne? Das ist jetzt kein absolutes Highlight jetzt hier. Ja, aber die Karte an sich, Epstein, ich glaube, da werden wir uns noch wohl die ein oder andere Linie noch anschauen müssen jetzt in den nächsten Folgen. Deswegen, wenn ihr mehr sehen wollt von Epstein, schaltet wieder ein zur nächsten Folge, würde ich mich freuen drüber. Und sonst, wenn euch das alles gefallen hat, Daumen nach oben und nächstes Mal wieder einchatten. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!